Mays Großmutter. Ist Mays Großmutter immer noch in dem Haus denn hier in der Nähe? Möchtest du sie sehen? Ja, ich denke, sie ist immer noch da. Ich sehe, wie. Also, ich sehe alle Leute hier rein oder rauslaufen. Und ich habe sie nicht so häufig rausgehen sehen. Ach ja, das erinnert mich, als du im April hier warst. Hat sie dir, ich weiß nicht, irgendwas gegeben? I'm not accusing you, of course it is. Also ich will dich nicht bedrängen natürlich, aber nur gehört, dass ein wichtiges Artefakt im letzten Frühling verloren gegangen ist. Kavanas alt und nicht mehr ganz bei Sinn. Vielleicht hat sie dir das aus Versehen gegeben. Kannst du dich erinnern? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nee, danke. Ah, okay. It's a little early to think about leaving Kamakura. Ah, okay. Das wäre jetzt nur einfach, wenn ich dann wirklich Kamakura verlassen möchte. Gut, dann machen wir mal. Oh hey, die roten Farbspritzer sind immer noch da. Go away, keine Besucher. Okay, ist ja gut, ich bin ja schon weg. Ich kann hier aber nichts machen, ne? Außer dumm rumstehen. Das hört sich ja richtig vertrauenswürdig an, was hier gerade ist. Hier ist diesmal nichts. Zum Schreien gehen. Kirschblüten fallen mir vor die Füße, als ich mich dem Kavana-Familienschrein nähere. Vor mir stand May Kavana, immer noch in dem Outfit einer Shrine Maiden. Als sie mich sah, gefror sie und sah sehr verängstigt aus. Genau das gleiche Gesicht hatte sie auch gemacht, als sie das Messer an der Kehle hatte. Diesmal war es ich, vor der sie Angst hatte. Wir waren die einzigen beiden Menschen an diesem Schrein. Trotzdem konnte ich nicht das Gefühl loswerden, verfolgt zu werden. Eine bekannte Präsenz sah uns aus den Schatten heraus zu. Oh no. Nein. Das werde ich nicht tun. Ich lasse die Zeit jetzt einfach runterlaufen. Ich werde sie ganz bestimmt nicht umbringen. Na, jetzt geht's ja wohl los. Ist das Game jetzt vorbei, wenn ich es nicht mache? Oder ist einfach dann... Nein, ich werde es nicht tun. Warum jetzt? Warum hier? Ich werde nicht das tun, was du mir sagst. Ich bin nicht deine Puppe. Ich kann mich selber entscheiden. Du... Der Detektiv von früher... Warum stehst du hier nur so rum? Ist es vorbei? Oh, mir geht's gut. Es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Ich wollte mit dir reden. Ich war nie gut mit Entschuldigungen. Es tut mir leid für alles, was du durchmachen musstest. Danke. Ich wollte schon lange mit dir reden. Ich hätte echt früher kommen sollen. Du bist hier, um dich zu entschuldigen? Jetzt? Ich habe von niemandem irgendwas in 6 Monaten gehört. Die Polizei hat nur einmal mit mir gesprochen. Dann haben alle hier angefangen, mich zu meiden. Und haben versucht, es so aussehen zu lassen, als wäre nichts passiert. Ich glaube, das macht mich zu der letzten Person, die du sehen willst, oder?
Nach diesem Tag bin ich mir sicher, dass ein paar Polizisten gekommen sind und mir dir gesagt haben, dass ich nur dem normalen Leitfaden gefolgt bin, aber das ist Bullshit. Die Polizei in diesem Land geht nicht einfach so rum und erschießt Leute. Ich habe mich selber nicht klar, also ich habe nicht klar denken können und habe die Kontrolle verloren und habe dich in Gefahr gebracht. Das ist wahr. Das ist die Wahrheit? Das ist komisch, oder? Die Kirschblüten, meine ich. Immer wenn hier irgendwer herkommt und mir sagt, wie wunderschön sie doch aussehen, werde ich irgendwie sauer. Es ist irgendwie so, als würden sie meine Gefühle einfach nicht verstehen. Aber das ist egoistisch. Ich möchte nicht, dass irgendwer zusammen mit mir leidet. Ich kann mir vorstellen, dass die einzige andere Person, die das versteht, sie sind, Detective. Der Name war Ito, oder? Es ist so ruhig hier, das sehe ich gerade anders, Alter. Dieses Geräusch ist komplett nervig. Es ist echt schwer, sich vorzustellen, dass sowas wie an diesem Tag im April hier passiert ist, an so einem ruhigen Ort. Aber es ist... Ich weiß genau, dass du und dein Partner nur das Nötigste getan habt, um mich zu retten, aber... I wish I could have helped. Aber ich wünschte, ich hätte helfen können. Ich hab mich so hilflos gefühlt. Zumindest hast du mir die Wahrheit erzählt, danke. Weißt du, ich hab Großmutter nach der Maske gefragt, nach der das rothaarige Mädchen gefragt hat. Sie hat abgelehnt, irgendwas zu wissen. Aber das war eine Lüge. Ich habe einen ihrer alten Tagebücher im Schrein gefunden und... Darin hat sie geschrieben, dass die Maske wichtig ist und dass sie versteckt hat. Warum sollte sie mich anlügen? Ich bin es echt leid, dass alle Leute immer versuchen, mich zu protecten. Grandma ist auch nicht mehr dieselbe seit dem Tag. Sie hat sich selber in dem alten Haus eingeschlossen und murmelt immer irgendwas über Finsternis und Purity Verderben. Ich mache mir solche Sorgen um her. Oh Gott, um sie. My God tells me the nose was. Irgendwas sagt mir, dass diese Maske damit zu tun hat. Es tut mir leid. The truth is, die Wahrheit ist, ich glaube, du hast recht mit der Maske, dass sie oder du hast recht, dass die Maske damit irgendwas zu tun hat. Oder diesen komischen Sachen, die hier passieren. Ich wollte dich sowieso darüber ausfragen. Du denkst auch so? Dann lass mich dir helfen. Ich weiß gar nichts darüber, aber vielleicht weiß Takashi etwas. Entschuldigung, Takashi ist mein Bruder. Er sollte eigentlich hier mit mir und meiner Großmutter leben, aber bei der ersten Möglichkeit, die sich ihm geboten hat, ist er abgehauen. Wir telefonieren viel, aber er weigert sich zurückzukommen und uns zu besuchen. Er hat das Gefühl nicht los, dass er irgendwas weiß, was ich nicht weiß. Und er will mir auch nichts darüber erzählen, wie unsere Eltern gestorben sind. Wo lebt dein Bruder nun? Er ist der Leiter eines Kendo-Dojos in Asakusa in Tokio. Ich habe gehört, er ist ein großes Ding in der Kendo-Welt. Hört sich nach einem guten Ort an, wo wir starten sollten.
Glaubst du, er wird mit mir reden? Du kannst es probieren. Er war nie damit sehr, sehr gut da drin, sich Fremden zu öffnen, aber. Ein Versuch wert. Danke für die Hilfe, May. Verlassen den Schrein mal lieber wieder. Warum wurde das jetzt gerade so komisch gemacht? War das gerade so komisch? Warum bin ich denn gerade komplett von vorne nach hier hinten geflogen? Ich glaube, das war einfach nur ein. Achso, das war eine. Ja, alles klar. Enter. Lief Kamakura, ganz schnell weg. Asakusa. Achso, okay. Asakusa ist der Ort, wo Sensoji steht. Einer der berühmtesten Tempel in Tokio. Es ist auch ein Entertainment District, okay. Cities arisen, okay. Na dann. Kann ich jetzt auch noch zu den anderen? Sonst noch irgendwo anders? Ich kann sowieso gar nicht irgendwo anders hin als da. Was die Storyline so vorschreibt. Storyline. Meine Ermittlungen, die ich soweit, also bis zu diesem Punkt, haben mich bis zu diesem Punkt gebracht, oder habe ich zu dem Punkt gebracht, dass ich glaube, dass wenn ich Takashi Kanawa finde. Also, das ist schwer, sehr. Oh Gott, mein Gott. Also. Also, meine Ermittlungen bis hierhin haben mich zu dem Punkt gebracht, dass ich denke, dass es schwer werden wird, Takashi Kawana zu finden und. Das könnte nicht weiter weg sein von der Wahrheit. Es stellte sich heraus, dass sein Kendo-Dojo ein hoch angesehenes und populäres Dojo war, in dem sogar viele nationale Champions trainieren. Oh. Ah, und manche der Polizeioffiziere aus Tokio. Na toll, die auch noch. Nervös. Die Informationen, nach denen ich fragen wollte, sind sehr. Sind sehr. Prekär. Mir fehlt ein besseres Wort dafür. Sind sehr prekär. Und, ich möchte nicht, dass auch nur irgendein. Irgendwas an das Headquarter weitergeleitet wird. Ein paar fehlgeleitete Fragen könnten damit enden, dass ein paar Offiziere an meine Tür klopfen oder noch schlimmer, Yukimura selbst mich anruft. Ich muss vorsichtig sein. Okay, kann ich nichts machen. Was ist das? Look. Inside is the interior. Achso, drin ist die Einrichtung eines traditionellen Teeshops. Aber es sieht nicht so aus, als wenn hier vor kurzem jemand gewesen wäre. Bei Octopus Balls. Hallo, bist du interessiert daran, ein paar der besten Takoyaki in Tokio zu kaufen? Das ist nicht dieser Billigkram, den du an diesen anderen Foodständen oder auf Festivals kaufen kannst. Sie werden dich. Alles, was du über. Also, sie werden dafür sorgen, dass du alles, was du über Oktopusbälle weißt, in Frage stellst. Sure, take them. Wow, du hast recht. Das ist vielleicht wirklich das beste Takoyaki, das ich jemals hatte. Danke, Miss. Best Takoyaki, also das beste Takoyaki auf der kompletten Insel.
Yes, ein bisschen weniger. Das ist nicht schlimm. Sanity Plus und Neurosen Minus. Das ist gut. Oh, was haben wir denn unten stehen? Aha. Lachst du? Du kennst dich verstecken, ja? Wie sieht es da eigentlich gerade aus? Das hat richtig viel gebracht. Holy shit. Neurosengesundheit und. Warte mal, wie sehe ich eigentlich da aus in dem Bild? Ah, immer noch ein bisschen creepy. Sehr wahrscheinlich Touristen. Ich kann sie Englisch reden hören. Oh, mein Englisch ist nicht so gut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie eine große Hilfe wären. Ich frage mich, worüber sie reden. Na dann, oder mal zu. Hello there. Das könnte ein Schatten sein. Oder wie sowas. Gibt's etwas, womit wir dir helfen können? Oh, hello there. Is there something we can help you with? I don't speak English. Wait, Japanese? Ja, Japanese ist perfekt. Also, da, warte, Japanisch? Denn Japanisch ist perfekt. Als College-Professor, wenn ich, wenn. Okay, also der ist College-Professor. Wenn er das nicht könnte, würde er wahrscheinlich seinen Job verlieren. Ich bin kein College-Professor, aber ich arbeite in einer japanischen Softwarefirma. Also könnte auch ich ein bisschen Probleme bekommen. Guck mich nicht so an, ich wohne hier nur, also nicht direkt in Tokio, sondern in den äußeren Bezirken. Wow, ich glaube, ihr Leute spricht Japanisch besser, als ich es tue. Es tut mir leid, ich meine das, Entschuldigung. Ich hätte nur nicht gedacht, dass. Würdest du lieber Englisch sprechen? Nein, 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 nein. Ich meine, oh, bitte nicht. Japanisch ist okay. Es tut mir leid, ich wollte nicht so. Ich wollte nicht so aufdringlich sein. Ich habe mich nur gewundert, weil es gibt gerade nicht viele Leute, die Yukata, wahrscheinlich Kimonos, in so dieser Jahreszeit tragen, so spät im Jahr. Ist da irgendein Festival oder sowas? Nee. Ah, okay. Sie treffen sich jedes Jahr in Asakusa und das Yukata ist irgendwie ein Teil der Tradition geworden. Ja, ich glaube, das lässt uns noch mehr herausstechen als sowieso schon, oder? Niemals eine Tradition brechen, Toni. Na, leider sind meine Beine doch ein bisschen kalt, aber naja. Make a cue to leave. Guck, vielleicht können die ja mehr. Ihr kommt hier jedes Jahr her, dann müsst ihr diesen Bereich hier sehr gut kennen, oder? Ich suche ein Kendo-Dojo, wo ein Takashi Kawana arbeitet. Es sollte irgendwo hier in diesem Bereich sein. Kawana? Warum hört sich dieser Name so bekannt an? Oh ja! Ah, es ist. Oh, das ist direkt hinter denen, okay. Achso, er ist sehr wählerisch mit dem, wen er trainiert. Ich glaube, er will seine Zeit nicht mit Menschen vergeuden, die es nicht ernst meinen. Es gibt auch Sinn, wenn du mich fragst. Warum sollte jemand, der so gut ist wie er, seine. Achso, Nein, Entschuldigung. So gut wie er ist, hat er wahrscheinlich eine Menge Wannabe-Kendos, Kendo-Masters, die zu ihm kommen wollen. Ja, es scheint, als würde er auch eine Menge Polizisten trainieren. In der Zeit, in der wir hier stehen und quatschen, sehen wir immer eine Menge Leute rein oder rauskommen. Also eine Menge Polizisten. Oh, that.
Geschichte. So, all das und ich denke, er ist immer noch in seinen 20ern. Für jemanden, der so jung ist, muss er ganz schön unter Druck stehen. Kein Witz. Ich habe in einem Inner-Department-mäßigen, also in einem Inner-Department-Kendo-Turnier, also Inner-Department, also ein Department-internes Kendo-Turnier. So, dankeschön. It's becoming a matter of pride. Das ist eine gute Idee, ich möchte nicht unbedingt gegen meinen Chef kämpfen. Polizisten, die gegeneinander kämpfen. Das muss sehr brutal sein. I mean, ich denke, ich denke, dass die Polizisten in Japan nicht so häufig ihre Aggression rauslassen. Ja. Woher wisst ihr so viel über das Dojo? Ich meine, ich lebe in Shinagawa. Und ich weiß überhaupt nichts über das Ding. Weißt du, es steht genauso hier in diesem Dojo-Flyer. Wow! Er kam ungefähr 10 Minuten hier raus und hat sie ausgeteilt. I would have been much cooler if we had known about that. Yes, okay. Wir sind trotzdem froh, dass wir dir helfen konnten. So viele Polizisten trainiert, wundert es mich tatsächlich, dass ich noch nichts über ihn gehört habe. Bist du irgendwie mit der Polizei verbunden? Was ich? Nö, natürlich nicht. Ich bin ein Ermittler, sowas wie ein Privatdetektiv. Hör zu, wenn irgendwer kommt und euch über einen weiblichen Detektor, sagt einfach, sorry, I don't speak Japanese, right? Genau. Ich danke euch. Egal, ich sollte weitergehen. Tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Danke für die Information, Jungs. Und ein Vergnügen. Viel Glück im Dojo. Lass uns, teil uns mit, wenn du irgendwelche Kendo-Tricks gelernt hast. Die Männer im Department haben sich immer auf die Brust geklopft, wenn sie über dies, über die Kendo-Competition, when they're talking about the Kendo-Competition. Achso, wenn sie über die Kendo-Meisterschaften redeten, als ob ich das irgendwie come on! Ich habe das Wort Licht mir auf der Zunge. Ich hasse das, ne? Wenn mir das Wort auf der Zunge liegt, das aber einfach nicht rauskommt. Impress heißt beeindruckend. Dankeschön, Gehirn. Hab dem nie wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Trotzdem ist es irgendwie komisch, dass jemand, wie klein es auch sein mag, der mit der Maske verbunden ist. Warte mal, der Verbindung zu der Maske hat, so klein sie auch sein mag, so. Das ist schon ein bisschen mit meinem alten Leben verbunden, ist Takashi Kanawa. Das sieht wie ein interessanter, oder hört sich wie ein interessanter Typ an. Okay.
Immerhin musste ich nicht mein Englisch benutzen. Das wäre ein Desaster geworden. Hoppala. Es sieht aus wie das Dojo, nach dem ich gesucht habe. Very traditionalist. Der hat so sehr traditionelles Aussehen. Wer bist du? Einer von Mays Freunden. Freund meiner Schwester. Und du glaubst, dass ich dir das... Und ich soll dir das glauben? Bisschen zu alt, oder? Danke. Ernsthaft, glaubst du, dass ich dich nicht bemerkt hätte? Du warst ja der Detective, der mit ihr am Schrein war, als sie fast getötet wurde. Und jetzt lügst du auch noch und gibst vor, ihre Freundin zu sein. Ich glaube, du hast da irgendwas für mich. Ja, irgendwas. Guck nicht so schockiert. Deine kleine Lüge war einfach zu lesen. Das ist alles. Nach dem kleinen Ausfall in Kamakura habe ich May am Telefon weinen gehört, jede Nacht für einen Monat. Bitte bedrängen Sie nicht mehr. Jetzt verdrück dich. Bevor ich oder einer meiner mir folgenden Offiziere dich hier rausschmeißt. Jetzt kann ich hier gar nichts machen, oder was? Ich glaube, ich habe es verkackt. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Vielleicht weiß May, wie ich ihren Bruder beruhigen kann.